Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Ja, in der Zeit war es ein bisschen ruhig bei mir. Die alle 2 Wochen ein Video schaffe ich gerade leider nicht. Simpel und einfach. Im Job ist viel los. Drumherum ist viel los. Der Umzug ins Haus rückt immer näher. Der geht nämlich wesentlich schneller als gedacht. Sprich, wir können ab Juni bereits in die Wohnung, die da uns gehört. Heißt, mit dem Haus ist gerade viel zu tun, viel zu machen. Das heißt, die Abende sind da sehr voll mit Renovierungsarbeiten, Planungsarbeiten, Umzugskartons packen und so weiter und so weiter. Naja, und die von euch, die ein Kind haben, wissen es selber. Abendplanung mit Kind, vor allem mit einem kleinen Kind, ist nicht immer so einfach. Aber wir kriegen trotzdem ein paar Videos hin. Heute geht's um das, was hier liegt. Battlegroup Barbarossa. Zum einen geht's um das Buch, zum anderen geht's um den Grund, warum wir uns, oder warum ich mir, und der Marcel auch, warum wir uns dieses Buch gekauft haben. Wir spielen Battlegroup schon ein bisschen länger, immer mal wieder, jetzt zur Zeit gab es wieder ein bisschen öfter. Aber eigentlich hauptsächlich so im Bereich D-Day and After. Also mit den großen deutschen Raubkatzen, Panther und Tiger, mit großen, vielen, schweren Panzern. Aber auch mit einzeln tragbaren Antipanzerwaffen wie der Panzerfaust oder der Bazooka, die auch wirklich mal reinhauen können, wenn man sie gut einsetzt. Also sehr viel Late War. Ja, da haben uns beide irgendwie gedacht, also Late War ist ja ganz cool, aber mal so die kleinen leichten Panzer, ein bisschen mehr Infanterie würde auch mal Spaß machen. Naja, dann haben wir uns dann überlegt, was machen wir denn? Machen wir Early War, Frankreich-Feldzug, Polen-Feldzug, Balkankriege gibt's noch nicht. Kommt hoffentlich mal irgendwann, machen wir genauso Afrika-Korps, wie wir es schon bei Bold Action gemacht haben. Oder was machen wir? Naja, und dann haben wir uns unabhängig voneinander vom Sascha vom Tabletop Basement den Kampagnenspielbericht angeschaut. Die Kampagne ist ja auch aus dem Barbarossa und das hat uns eigentlich echt ganz gut gefallen. Die spielen ja auch öfter mal eher kleine Spiele. Und wir haben uns auch vorgenommen, eher wieder in Richtung 750 Punkte und drunter zu spielen. Einfach weil es dann ein schönes, schnell zu machendes Spiel ist. Als Beispiel, wir haben am Vatertag ein schönes kleines Familientreffen gemacht und wir Jungs durften dann mal ein bisschen Battlegroup zocken. Und wir haben gespielt knapp 400 Punkte jeder. Mit der Sonderregel, dass wir die Infanterie weglassen dürfen, sprich nur Panzer. Beziehungsweise wir hatten Panzer und jeder hatte 1 oder 2 Geschütze mit dabei. Schönes, kleines Spiel. Ich hatte einen Panther, 4 Panzer 4, einen Marder 2 und ein leichtes Infanteriegeschütz 18 mit dabei mit LKW. Oh, und einen Jagdpanther. Und Marcel hatte, ich glaube, 2 Fireflies und ein paar Cromwells mit dabei. Und 2 Artilleriegeschütze. Und es war schnell, cool, flott, einfach zu spielen. Hat Spaß gemacht. Ich habe endlich mal gewonnen. Ich habe Marcel massig Panzer weggeschossen. War also sehr cool. Ja. Und dann haben wir uns eben gesagt, komm, Battlegroup Barbarossa, Invasion Russlands 41. Das könnte Spaß machen. Gut, dann haben wir uns das bei den Gorillas bestellt und haben da mal reingeschaut. An sich wieder ein sehr schönes Buch, wie wir es von Battlegroup gewohnt sind. Erstmal wieder sehr, sehr viel Geschichtsinformationen, welche Einheiten wo beteiligt waren, welche Armeen wo beteiligt waren, die ganzen Schlachten. Viel zu lesen, wieder auch viele schöne Originalbilder mit dabei. Für den geschichtlich Interessierten wie mich, super, Abendlektüre, ganz toll. Wen es nicht so interessiert, kann man mal drüber lesen. Man verpasst nichts, wenn man es liest. Wenn man es nicht liest, ist es fürs Spiel an sich nicht so schlimm, aber man verpasst was. Hab ich vorhin gesagt, man verpasst nichts, wenn man es nicht liest? Lest es einfach und fertig. So, dann überdenken wir mal den historischen Teil. Irgendwann kommt nämlich der. Genau. Ja, auch hier wieder Sonderregeln, das Command-Chaos, die NKVD-Truppen, also die Kommissare und Sonderregeln für die Russen, die mit drin sind, Sonderregeln für die Deutschen. Auch hier gibt es Minenhunde und ich brauche definitiv Minenhunde. Da merkt ihr vielleicht schon, ich werde die Russen spielen. Und wie im Grunde bei jedem Battlegroup-Buch einfach vorab Sonderregeln. Hier auch wieder die Erklärung, wie sah die deutsche Armee 1941 aus, was gab es da alles an Fahrzeugen und Waffen. Ja, die Armeelisten, auch wieder die Einteilung mit den verschiedenen Größen. Genau, wie ich schon gesagt habe, wir werden uns so auf die 750 Punkte einschießen, sprich wir werden so in Platoon-Ebene spielen, weil das einfach schöne, schnelle Spiele sind.
die man auch mal an einem Abend im Zweifelsfall spielen kann. Ja, was ist drin? Deutsche Panzerdivision als Kampfgruppe ist mit drin. Können Panzer 2, Panzer 3, Panzer 4, Panzer 38T, Panzer 35T fahren. Nicht unbedingt in die Zusammenstellung, aber sind spielbar. Ja, und halt die klassischen Reconnaissance und Specialist Support und so weiter. Dann die deutsche Infanteriedivision als Kampfgruppe. Wieder viele schöne Miniaturenfotos drin. Dann die finnische Infanteriedivision als Alliierte von den Deutschen. Ein bisschen eine kleinere Einheit, die ich eigentlich am Anfang auch spannend gefunden habe. Aber Finnen in 15 mm ist man, was ich bisher gefunden habe, wahnsinnig beschränkt. Also ist man sowieso, wenn ihr mal guckt, als Panzer haben die einen T26, einen BT5, einen BT7, einen T28. Alle Restricted Units, das heißt, man kann davon nicht so wahnsinnig viele nehmen. Der T28 ist sogar Restricted und Unique. Heißt, man ist sehr, sehr stark auf Infanterie ausgelegt, was die Finnen ja auch in der Zeit waren, das ist ja in Ordnung. Aber ich mag einfach auch gerne mal im Panzer spielen. Und das geht mit den Finnen nur begrenzt. Ja, Ungarn als Alliierte der Deutschen sind für mich rausgeflogen, weil Marcel gerne die Deutschen spielen wollte. Ungarn haben ein bisschen mehr Panzer, aber auch da nicht so wirklich viel Auswahl. Die Rumänen, selbes Spiel, die haben ein paar alte französische Panzer. Und das war's im Grunde. Genau, die Rote Armee 1941. Auch hier wieder Erklärung, was für Fahrzeuge gab's, was für Waffen gab's. Auch wieder sehr interessant. Genau. Und es sind drin zwei Russenlisten. Einmal das Mechanized Corps. Die werde ich spielen. Die dürfen nämlich ganz viele Panzer mitnehmen. Und zwei dürfen die mitnehmen. Unter anderem entweder ein T26, also sogar gleich in Kompaniegröße, für 252 Punkte 17 T26er. Oder für ein paar Punkte mehr, für 100 Punkte mehr, um da zu sein, 17 BT7er oder BT2er oder BT5er. Für ein paar Pünktchen mehr wären es noch BT7Ms. Wahrscheinlich wären es erstmal die BT26er und auch erstmal ein Platoon jeweils. Genau, dazu kann man verschiedene T26 dazu packen, verschiedene BT-Panzer mit dazu packen. Man kann T28er oder ganz alte T34er mitnehmen, also wirklich die ganz, ganz, ganz ersten. Und Tanketten gibt es als Platoon für echt wenig Punkte. Genau, Artillerie ist mit dabei, Defenses, die Reconnaissance Support Sachen sind jetzt nicht so viele. Ein paar Light Tanks kann man mitnehmen, Armored Cars, genau, Engineer Support kennen. Wer Battlegroup kennt, das ähnelt sich ja schon immer so ein bisschen. Was haben wir noch? Genau, Specialist Support und da freue ich mich drauf. Da wird definitiv ein KV-2 mit drauf fahren. Vielleicht auch ein KV-1 und ein T-35 habe ich auch schon als Modell gesehen. Einfach schön, die großen, fetten Russenbrummer. Da muss auf jeden Fall was mit, auch wenn die gut Punkte kosten. Beim Vergleich zum Tiger eigentlich lächerlich. Genau, dann gäbe es noch die Russian Rifle Division. Sehr infanterielastig, wenig Panzer. Bei denen gilt ein T-28, der vorher als Medium Tank da war, übrigens schon als Heavy Tank. Genau, Artillerie ist mit dabei. Sehr viele Defenses, die möglich sind. Genau. Die beiden Russenlisten. Wie gesagt, bei mir wird es das Mechanized Corps, also einiges an Panzern und auch ein bisschen Infanterie. Dann wieder sehr schön, das hatte ich ja beim Normandie-Buch vermisst. Beim alten Normandie auch zumindest. Beim neuen weiß ich nicht, ob es mit drin ist. Dass es keine Malleitungen gab. Auch in der Digitalvariante vom Kursk keine Bemaltipps. Hier wieder sehr schön, sehr ausführlich. Ein Panzer 3G in 20 mm. Und hier auch wieder. Es gibt die Basic-Variante, es gibt die Advanced-Variante und es gibt dann noch die Masterclass, wirklich mit sehr schönen Tipps mit drin. Und T26 ist drin, um einfach mal so die, wie mache ich einen russischen Panzer, auch hier wieder Basic-Variante, Advanced und Master. Leider nur zwei Fahrzeuge. Da wäre meiner Meinung nach so ein bisschen Infanterie schön gewesen. Wie man Deutsche und Russen anmalt, wissen die meisten. Aber da sind drei Armeelisten drin von eher kleinen Armeen. Finnen, Rumänen und Ungarn. Dazu zumindest mal so ein, zwei Miniaturen, wie die angemalt waren. Vielleicht ein, zwei. Nicht mal mit einer, sondern einfach nur Bilder.
wäre schön gewesen. Sind im Buch auch ein bisschen drin, aber das wäre hier als schöne Anleitung mit ein paar Farbvorschlägen schön gewesen. Schade. Aber das Internet hat ja alles, findet man. So, was wir machen werden, sobald wir ein bisschen Armee aufgebaut haben, diese Kampagne spielen, was auch Sascha schon gemacht hat, weil diese Kampagne ist cool. Da kann es nämlich passieren, dass du mit einer 150 Punkte deutschen Armee gegen eine 500 Punkte russen Armee oder andersrum antrittst und das kann durchaus sehr lustig sein. Auch hier wieder ein bisschen Erklärung, was wie wo. Es gibt ein Kampagnenspielfeld quasi und einfach eine Anleitung, wie bewege ich mich auf der Karte, was passiert, was für ein Szenario ist es, was mache ich nach dem Kampf und so weiter. Und wie läuft das Ganze einfach ab und wie zähle ich die Siegpunkte. Ja, dann sind auch hier wieder ein paar sehr schöne Szenarios drin. Auf die gehe ich jetzt nicht so genau ein. Es ist ein Kampf um eine Brücke drin, ein Kampf um einen Hügel. Sehr schöne Sachen. Und wie immer natürlich der Appendix mit den ganzen Einheiten. Den blättern wir jetzt mal einfach schnell durch. Genau, und auch hier wieder eine Reference Sheet ist mit drin. Es sind die Plättchen drin für die Battle Raid Marker. Und beides auch nochmal hinten, na, wenn es aufgeht, schön aus etwas dickerer Pappe. Ja, und das ist das Buch. Genau, wir haben uns entschieden, warum auch immer, gerade wieder ein bisschen mit Battlegroup zu spielen, weil wir da einfach gerade ein bisschen mehr Spaß dran haben. Nichtsdestotrotz haben wir nicht aufgehört, Bold Action zu spielen. Keine Angst. Auch da wird es in nächster Zeit wieder mal ein bisschen was geben. Ich habe wieder ein bisschen was gebaut, bin gerade nebenbei wieder ein bisschen am Malen. Meine Russen bekommen demnächst Infanterieverstärkung, zumindest echt mal einen fertigen Trupp. Und meine Amis bekommen ihre beiden Fahrzeuge auch endlich mal in Farbe und nicht nur in unbemaltem Plastik. Ja, das heißt, es wird demnächst, noch vor dem Umzug wahrscheinlich, so eine kleine Übersicht der aktuell neu fertig gemalten Sachen geben. Und dann kann es passieren, dass es den Juni über wenig zu hören gibt. Weil ab Juni können wir in unsere Wohnung in unserem Haus. Heißt, ab Juni werden die Abende mit Wände streichen, sauber machen, Kartons packen, Möbel zerlegen, Möbel ins Haus fahren, Möbel aufbauen, Kartons ausfahren, Kartons auspacken, Sachen einräumen und so weiter belegt sein. Ziemlich viel. Was ich euch dann aber machen kann, das ist das Schöne, mein neuer Hobbyraum wird ja auch im Haus sein. Sprich, ihr habt ja schon den ersten kleinen Teil meiner Kleinserie Malplatz oder Tabletop-Arbeitsplatz gesehen. Die wird weitergehen, weil ich werde euch den leeren Raum, bevor wir ihn streichen und den Boden machen, zeigen. Dann den gestrichenen Raum zeigen, dann mit meiner Anfangseinrichtung und dann auch ein bisschen die Entwicklung dokumentieren, was noch mit reinkommt, was für Regale mit reinkommen, wie ich meinen Arbeitsplatz einräume und so weiter und so weiter. Heißt, zumindest da kommt auf jeden Fall mal was, wahrscheinlich auch schon im Juni. Im Juli habe ich nochmal einen Monat Elternzeit. Das heißt, da bin ich daheim. Da wird zwar auch viel anstehen mit Haus fertig machen. Ihr wisst ja, wenn man in eine neue Wohnung, ein neues Haus zieht, gibt immer viel zu tun, viel zu machen. Aber da wird sicherlich auch mal Zeit sein, ein paar Videos zu machen, denn ich bin komplett daheim einen Monat lang und schaff's dann hoffentlich auch ein paar meiner Ideen, die ich so im Kopf habe für Serien, mal wieder umzusetzen. Ja, ansonsten, wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen zu Battlegroup Barbarossa habt oder zu dem, was wir spielen, oder ihr außer wie heißt er denn, die Hersteller von Flames of War, irgendeinen Hersteller habt, der relativ schöne, günstige T26er und BT-2, 5 und 7 Panzer herstellt. Und ja, ich weiß, Zvezda hat einen T26 und ich glaube auch einen BT-5er und einen BT-7er. Wenn ihr noch irgendwen wisst, der nicht extrem abartig teure Zinnpanzer in die Richtung hat, gerne unten in die Comments posten. Da suche ich nämlich aktuell noch. Momentan Infanterieauswahl wäre die PSC Plastikbox der Soviet Infantry in Summer Uniform. Wenn ihr auch da was Schönes, nicht so extrem Teures wisst, gerne unten rein. Bin ich immer dankbar für sowas. Dann kaufe ich nämlich nur einen Gussrahmen von den Sowjetminiaturen und hole mir noch was anderes dazu. Ja, ansonsten, ihr wisst ja, einfach unten reinhauen. Dann versuche ich mal schnell darauf zu antworten. Auch wenn es andere Fragen gibt. Ganz klar, immer unten rein. Ansonsten wisst ihr ja, Däumchen hoch. Wo ist er? Da ist er. Würde mich riesig freuen. Ein Abo natürlich noch viel mehr. Wir sind inzwischen schon über 200 Abonnenten angelangt.
Da lasse ich mir noch was einfallen, aber erst, wenn ich im neuen Hobbyraum bin, weil vorher ist dafür leider einfach keine Zeit. Und sonst euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Tag, Nacht, wie viel Uhr es auch immer bei euch gerade ist. Spielt schön, malt schön, bastelt schön, baut schön, schreibt schöne, tolle Armeepläne, am besten spielt ihr nur eine Battlegroup. Gerne auch bei Brossa oder andere Zeiten. Ja, soweit von mir. Euch viel Spaß, würfelt gut. Euer Flo von Flo's Tabletop-Reihe. Ciao.